gesagt habe, so wird es halt nicht gemacht. Jawohl. Das ist natürlich schon so. So, und hier geht auch zum dritten Versuch. Erste Rampe wieder. Schönes Ding. Um die Tonne drumherum. Ja, da ist nicht so viel Platz. Das merkt man. Ja, sieht gut aus. Legen den Ball rein. Und BAM! Aber die Jungs sind angereist, über vier Länder, über 2000 Kilometer haben sich auf sich genommen und sind hier angereist mit 8 Jungs. Das ist noch der größte von allen. 8 Jungs sind angereist hier über Mittag, Polen. Dabei. Wie gesagt, 8 Jungs, 2 Fahrzeuge mit Anhängern. Oh, was ist hier? Kette? Kette ist runter. Trotzdem fetten Applaus! Ich bin so mit Auto, die sitzen hier auf der Couch. Mega geil, die Jungs. Und hier gleich über die Pippe. Ja, knapp. Also wie gesagt, du musst die Pippe wirklich unten haben. Ansonsten springen es nicht drin. Dann gibt es Abpumpen. Ja, und? So. Dritte Runde hier. Tommy Schnauzbart. Jawohl. Rampe, ja. Ja, tipptopp. So, jetzt sind die Pumpe. Ah. Und BAM! Applaus für Tom Schumann! Aufstarten. Aktuell führen wir hier aus Finnland. Die FPJ-Crew. Also Leute, hier, der fährt jetzt einen Jahr Big Bike. Und ihr werdet ihn bei Best Show auch mitsehen. Der Junge hat richtig Bock. Er ist über 2 Meter groß. Oder knapp 2 Meter groß. Ihr werdet das erstmal sehen, wenn er ab. Und ab rein in die nächste Runde. Ja. Da muss man sich finden. Es geht ja halt, wie gesagt, nicht nur um Schnelligkeit, sondern hier so ein bisschen Technik. Du musst halt gucken, dass du nicht zu schnell bist. Aber so schnell ist es halt nicht hier. Ist auch nicht so schlimm, wenn du schnell bist. Kannst du dir auch Fehler erlauben, das ist gar nicht schlimm. So, jawohl, einmal über den Balken rum um die Tonne. Vom Sponsor Rabno hier. Hier, ansonsten Kretzinger mit dem Pop-Up-Store hier auch als Sponsor bei uns vertreten. Wird auch nachher in der Siegerehrung anständig was mit den Preistüte stecken.